Thorsten, danke noch für deine Moment Zeit nach dem Spiel gegen München. 4-1 Niederlage am Ende. Fass doch bitte mal kurz das Spiel aus deiner Sicht zusammen. Ich denke, wir sind gut ins Spiel gekommen, haben direkt, glaube ich, in der ersten oder zweiten Minute die Führung geschossen. Dann würde ich schon sagen, dass München mehr vom Spiel hatte. Aber wir haben gut verteidigt, der Andi hat sehr gut gehalten. Und leider hat es dann nicht bis zum Ende gereicht und wir haben das Spiel verloren. Ist für euch heute auch ein bisschen doppelt bitter, sag ich mal. Die Niederlage auf der einen Seite und Casey Bailey, der möglicherweise länger ausfällt. Und Dienstag geht es für euch auch schon wieder weiter. Wie könnt ihr jetzt in der kürzeren Zeit ja noch irgendwo den Hebel ansetzen? Es geht ja fast nur über die Spiele im Moment. Wie du schon sagst, wir spielen jetzt im Zweitagesrhythmus. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Der Casey ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Das ist natürlich nie schön, einen von unseren Jungs zu sehen, dass er verletzt ist. Ich weiß nicht, was er hat oder wie schlimm es jetzt ist. Aber okay. Wir können jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken. Also ob wir jetzt einen mehr oder weniger haben. Wir sind jetzt in einer scheiß Situation, auf gut Deutsch gesagt, und spielen jetzt in 2 Tagen wieder. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns regenerieren und in Bremerhaven da irgendwie Punkte mitnehmen. Kommen wir zu Erfreulichem vor dem Spiel. Ehrung für dich, 800 DL-Spiele. Das ist schon eine Menge Holz, die du jetzt am Buckel hast. Ich habe mal nachgeguckt, 05, 06 war das erste ja, in der du bei den Heiden dann in der DL mitgemacht hast. 18 Spiele, ein Assist. Welche Erinnerung hast du noch so an deine ersten Spiele in der DL? An die Spiele selber nicht mehr viele, um ehrlich zu sein. Ich kann mich gut an die ganze Zeit damals so zurückerinnern. Ich war 17 Jahre alt. Noch mit Gitter gespielt. Wurde da in dieses Profi-Business reingeschmissen, sag ich mal, hatte einen sehr guten Trainer damals für mich, den Hans Zach, der uns die Chance gegeben hat, damals immer am Training teilzunehmen und unsere ersten Spiele zu machen. Da bin ich ihm heute noch dankbar für. Und an die Spiele speziell kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern, aber den ganzen Werdegang, wie ich mich gefühlt habe als 17-Jähriger da bei den ganzen Profis zusammen zu sein und so, das ist schon noch in Erinnerung. Dein erstes DL-Tor hast du auch im Kopf? Nö. Alles weg. Okay. Damals in der Zeit, als, wie du sagst, gerade 17-Jähriger, gab es da Spieler, die dich vielleicht mal besonders zur Seite genommen und dich geprägt haben? Ich würde jetzt spontan sagen, vielleicht Mirko Lüdemann, Andi Renz. Ja, ich glaube, der Mirko ist ja nicht so der kommunikativste Typ, gerade wenn man 17 ist. Der war eher so, zu dem aufgeschaut hat und sich einiges von ihm abschauen konnte. Klar, wir hatten eine sehr, sehr erfahrene Truppe damals, ob das ein Dave McElwain war, ein Alex Hicks, ein Brad Schlegel, Tino Boos, Andi Renz, wie gerade schon angesprochen. Also da waren einige, die einem unter die Arme gegriffen haben, die einem aber auch vorgelebt hat, wie man ein guter Profi ist. Das hat uns natürlich auch der Hans relativ schnell beigebracht, dass da nicht viel rechts und links geht, dass es nur seinen Weg geht. Und das hat einem gut getan damals als 17-Jährigen und da hat man viel gelernt und schnell auch vor allen Dingen. Wenn du mal so zurückblickst, du hast ja dann auch in Wolfsburg und Krefeld gespielt. Wolfsburg war, glaube ich, vielleicht die schwerste Zeit für dich mit der Verletzung? Ja, wie gesagt, nach meinem Wechsel habe ich eigentlich nur ein paar Spiele gemacht, dann war ich die ganze Saison raus. Das hat nicht sein sollen da in Wolfsburg, aber ja, wie gesagt, das ist eine Zeit, an der ich auch gewachsen bin. Im Zurückblickend war es halt so und in so einer langen Karriere kann ja auch nicht alles immer tippitoppi laufen. Du hast ja auch in der Jugendzeit, in der Nachwuchszeit an einigen U-Weltmeisterschaften teilgenommen. Wie wichtig waren diese Erfahrungen für dich und was hat dir das vielleicht auch, wie sehr hat das den Weg vielleicht ein bisschen geebnet in der weiteren Zeit danach als Profi? Ich würde sagen, die U-Nationalmannschaften ist immer eine schöne Erfahrung gewesen. Ich würde jetzt sagen,
Ob mich das jetzt spielerisch gerade groß geprägt hat, keine Ahnung. Ich glaube wirklich, das alltägliche Training damals bei den Junghainen, wo ich dann auch schon relativ früh schon die ersten Trainingseinheiten mit 16 sogar bei den Profis mitgemacht haben. Dieser ganze Alltag, der hat mich dann eher geprägt. Diese U-Nationalmannschaften war immer schön, hat Spaß gemacht und hat Freunde aus anderen Teams getroffen. Aber ob mich das jetzt, wenn ich also dreimal im Jahr für ein paar Tage da war, ob mich das jetzt so weitergebracht hat, das würde ich jetzt bezweifeln. Eine Sache ist mir noch aufgefallen heute vorm Spiel. Das Trikot mit der 800, aber du hast es nicht getragen. Bist du abergläubisch oder war das einfach, wusstest du es gar nicht, dass man vielleicht tragen sollte, vielleicht für ein Drittel? Ja, ich sag jetzt mal so, ich bin jetzt schon eine Weile in der Liga. ich habe schon viele Ehrungen miterlebt, mitgemacht, auch selber gehabt. Ich habe eigentlich noch nie gesehen, dass einer mit seinem Trikot spielt, wo die Nummer, also die Anzahl der Spiele drauf ist. Deswegen, also ich finde, das ist schön, dass ich heute so ein Jubiläum hatte. Ist irgendwas Besonderes, aber für mich selber als persönlich ist das wahrscheinlich was, wo ich später mal drauf zurückblicke. Heute in dem Moment, jeder, der mich kennt, weiß, dass mir solche Momente eher ein bisschen unangenehm sind, so im Rampenlicht zu stehen. Ja, deswegen, also ich kenne das nicht, dass man mit dem Trikot spielt und ich habe da jetzt auch keinen großen Sinn drin gesehen, dass ich dann mit dem Trikot mit der 800 rumrenne. Also gab es schon häufig, dass die Jubilare mit dem Trikot mit der langen Zahl hinten drauf auch mal ein Drittel gespielt haben. Ja, okay. Wir haben gerade Don Jackson im Sitzen gehabt, der hat vor wenigen Tagen sein 1000. DL-Spiel gemacht. Du bist ja noch mit 34 da, du wirst noch mal im Alter, wo man ein paar Jahre dranhängen kann. Ist das noch ein Ziel für dich? Oder schaust du einfach nur von Jahr zu Jahr? Ach, ich war jetzt noch nie jemand, der sich irgendwie an Nummern, ich habe gerade schon gesagt, 800 ist schön, das ist eher schön. Ja, ich glaube, das ist was Besonderes, mehr Besonderes für sage ich jetzt mal, meine Eltern. Die haben mich jetzt als kleinen Junge jeden Tag zum Eishockey begleitet. Und dann habe ich heute ein Jubiläum, 800 Spiele. Ich bin in der Zeit ein erwachsener Mann geworden, selber Vater. Ich glaube, für die Leute drumherum ist das mehr besonders als für mich selber. Also Zahlen und sowas interessieren mich eigentlich relativ wenig. Wenn ich fit bin, Spaß am Eishockey habe, dann mache ich vielleicht auch noch 1300 Spiele. Vielleicht ist aber nicht mehr so und das sind 900 dann oder 880. Also sowas ist mir echt nicht wichtig, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt auf die 1000 oder so kommen. Gut, dann sage ich vielen Dank, bleib gesund voran und dann klappt das ja automatisch mit dem Spiel. Dankeschön. Danke.